Die Walter PK380. Ein lustiges Ding. Macht richtig Spaß. Circa 250 bis 300 Schuss habe ich bereits durch meine Walter PK380 durchgehauen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding macht Spaß. Sie ist aber auch nicht ganz einfach zu schießen. Das muss man ganz klar dazu sagen. Dazu möchte ich euch jetzt ein ganz klein wenig was erzählen, weil ich da durchaus das eine oder andere machen musste, zwangsweise, um einigermaßen auf der Scheibe zu bleiben mit dem Teil. Bei einem Anschaffungspreis von rund 350 Euro für eine neue Waffe erwarte ich keine Hightech-Lösung. Von daher sehe ich das so, muss man vielleicht das eine oder andere zurückstecken in den Erwartungen, was die Präzision oder das Handling dieser Waffe betrifft. Die Sprache ist hier von der Walter PK380. Kaliber 9mm Browning Kurz oder .380 Auto. Vom Konzept her ist diese Waffe bei Walter eigentlich als Backup-Waffe konzipiert. Aufgrund der Handhabungseinfachheit ist sie auch sehr gut für weibliche Hände gedacht, weil da der Schlitten sich sehr, sehr leicht repetieren lässt. Was mir aber aufgefallen ist, ist ein ziemlicher Wermutstropfen, und da müsst ihr auch aufpassen, solltet ihr euch für diese Waffe entscheiden, ist, sie neigt dazu, tief zu schießen. Beantragt und erworben habe ich sie auf die BDRP-Disziplin Police Pistol 4 Pocket Gun, weil sie ja dieses berühmte Kastenmaß einhalten muss. Und dort fangen wir an bei 15 Meter. So, dort ist mir aufgefallen, dass dieses Gerät hier schon auf 10 Meter ungefähr 14 cm tief schießt. Und dieses haben mir mehrere Schützen durchaus auch bestätigt. Also wir haben wirklich verschiedene Schützen, haben das mal probiert und alle haben sie tief geschossen. Damit kann ich eigentlich weitestgehend mich als Fehlerursache nicht 100% ausschließen, aber ich kann mich ziemlich aus der Gleichung herausnehmen. Ich habe mich dann ein ganz klein wenig informiert, primär in dem US-Bereich, da hier in Deutschland findet man diese Informationen in der Regel nicht wirklich in den Foren, leider. Und zwar ist dieses Problem mit den Tiefschüssen auch in den USA weit verbreitet. Leider gibt es aber auch für die PK380 von Walter keine alternative Visierung. Es wäre ein leichtes für Walter, denke ich mal, einfach eine alternative Kimme zu bauen. Aber leider bietet Walter das für diese Waffe nicht an. Ein User in einem amerikanischen Forum, Walter Affin, also das walterforum.com ist es, glaube ich, hat angegeben, dass Glockhorn, ja, ihr habt richtig gehört, Glock, würde auf die Walter PK380 passen. Solltet ihr über diesen Thread stolpern, Vorsicht, das ist nicht der Fall. Oder nur bedingt und nicht ohne weiteres, da muss ein Büchsenmacher dran. Ich war bei meinem Haus- und Hofbüchsenmacher, beim Timo Zindel von Zindel Präzisionswaffen. Und wir haben tatsächlich zwangsweise das Korn abschleifen müssen, um ein Glockhorn dort montieren zu können. Dadurch habe ich aber jetzt den Vorteil, ich kann tatsächlich hingehen und kann jedes beliebige Glockhorn auf die Walter PK380 montieren. Für kleines Geld und kann mir damit die Höhe so anpassen, wie ich es tatsächlich benötige. Ob das jetzt ein Leuchtkorn ist, ob das ein schwarzes Korn ist, ob das Metallkorn ist, ein Kunststoffkorn, spielt keine Rolle, weil es ja im Schlitten verschraubt wird. Das ist das Resultat davon. Wir haben also das Originalkorn komplett bis runter auf den Sockel abgeschliffen, haben mit einer Fräse das Loch entsprechend vergrößert und haben dann ein Glockkorn mit entsprechendem Kontrastpunkt draufgesetzt. Die Treffer liegen jetzt wesentlich besser dort, wo sie hin sollen. Das heißt, das müsst ihr auf jeden Fall bedenken. Ist das ein No-Go für den einen oder anderen? Schon, für mich nicht. Wie gesagt, ich erwarte bei 350 Euro für einen Neuwaffenpreis, erwarte ich keine Weltwunder und keine Präzisionswunder. Damit muss man sich abfinden. Das ist einfach so. Wer mehr möchte, wer die Präzision tatsächlich erwartet von einer Waffe, der soll bitte mehr Geld in die Hand nehmen und soll sich dann, keine Ahnung, eine Q5 oder eine SIG P320 kaufen oder whatever. Ja. Für mich, ich bin da relativ leidenschaftslos. Ich denke mal, für die oberen Ränge wird es nicht reichen, aber für meinen Spaß schon. Vom Schießen her, ich habe ja schon bereits einige Videos mit der PK380 veröffentlicht. Und ich muss sagen, das Ding macht einfach nur Spaß im Schießen. Der Rückstoß ist so gering, das ist minimal mehr als das, was die 765 Browning an Rückstoß hat. Also die schießt sich super weich und damit sind auch recht schnelle Schussfolgen möglich.
Was im Nachgang auf jeden Fall noch passieren wird bei meiner PK380, ist eine Abzugsüberarbeitung. Aber ich möchte da warten, bis tatsächlich vielleicht so 1000 oder 1500 oder 2000 Schuss durch sind, dass der Abzug sich einigermaßen eingegroovt hat und die Waffe eingelaufen ist. So, das war es im Grunde genommen zu meiner Walter PK380 im Kaliber 9 mm Browning Kurz. Wenn euch mein YouTube-Kanal Deutsche Schützen oder mein Blog gunvlog.org gefallen, hey, ich würde mich tierisch über Unterstützung freuen. So ein Kanal finanziert sich nicht von selber. Das eine oder andere muss immer wieder neu angeschafft werden und das geht nun mal nicht ohne Unterstützung. Dies könnt ihr tun über die Links unten, wie auch unter patreon.com/gunvlog. Dort könnt ihr mich aktiv unterstützen.